der Schutz nicht, also kein Komplettschutz ist. Ja, ja, dass es nicht komplett ist, wusste ich, aber Level 30. Nicht nur. Komm schon. Das ist lächerlich. Ja, nicht nur einfach schützen, sondern zweifach schützen. Ja. Geht hier nicht, tut mir leid, aber ja, viele Leute da draußen im Leben, ne? Ist das immer wichtig, wir wollen auch eine bildende Maßnahme hier machen. Du bist der Einzige hier aber auch. Ja, ich sehe da auch meine, ist ja ein Stück weit meine Verantwortung. Ja, und ich sehe, dass du was lesen solltest. Du solltest nicht selbstzufrieden werden, nur weil du viele Orden oder was der Arenen besitzt. Och, jetzt ist ja, ich lesen kann ja auch nicht mehr. Es wird immer jemand geben, der besser ist als du. Stimmt. Ja, also Moment mal, also das würde ich so jetzt nicht sagen. Also. Ja, wobei, stimmt, da gibt's ja, das finde ich schade, gegen, wie heißt es nicht, Scott Troy. Gegen Troy kämpfst du nur einmal im Spiel. Hast du schon mal gegen Troy gekämpft? Ne, ich glaube zweimal, aber das ist Troy sozusagen der Endgegner. Der ist richtig drauf, aber der ist nicht wie rot, den kannst du nicht wiederholen, den kämpfst nur einmal, das ist sehr, sehr schade. Deswegen, die Liga ist schwach und du kämpfst nur einmal gegen die besten Gegner im Spiel. Und das Troy soll ich genießen, oder was? Troy sollst du genießen. Das ist ich könnte vor Troy Safe State machen und dann kann ich ihn trotzdem immer wieder spielen. Clever. Ja. Aber deine Pokémon werden nicht stärker. Ja, gut. Ja. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer in diesem Spiel zu leveln. Es gibt wenig Möglichkeiten. Ja. Pokémon zu bearbeiten, die nicht. Also, die dir viel EP geben und. Ja, die meisten sind nur nervig und es gibt kaum Pokémon mit viel EP. Das, zum Beispiel, Safe mache ich immer angeln, geht oder. Also, am Wasser kannst du halt Elektro gut leveln, aber. Ansonsten gibt es kaum Möglichkeiten. In der Siegelstraße findest du auch nur Schrott und es darf ja auch nicht immer zu viele Wechsel geben. Vom Typen, gegen die du kämpfst. Das ist mal ganz schwierig, deswegen hier mit Kampfader. Kennst du Kampfader? Hast du noch nicht, glaube ich, ne? Ja, kriegst glaube ich, auch erst nach der Liga. Kampfader, ja, kannst halt gegen schon mal besiegte Gegner, kannst du. Ach nee, Quatsch, Kampfader gibt's hier gar nicht. Nee, warte, das war ein Fehler. Das ist nicht in dieser Generation. Aber du kannst ja telefonieren, du hast ja deine Telefonbox und dann kannst du gegen Gegner kämpfen, genau. Und weißt du auch, wie du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass sie jemand kämpfen will gegen dich? Du musst immer in deren Nähe rumtoben. Ja? Je häufiger du an denen vorbeigehst oder vorbeifährst, desto eher wollen sie mit dir kämpfen und melden sich dann sozusagen wieder. Das war jetzt nicht so clever. Ich habe nicht gesehen, was als nächstes kommt, deswegen. Ach so, ich habe einfach mal, ich war mir egal. So. Okay. Ja, das ist relativ kacke gerade. Ja. Genau. So macht man das gerne. Es gibt ein paar, zum Beispiel ein paar Poké-Züchter, die sind ganz nett. Die haben 6 Pokémon und da kannst du super leveln. Level 30 sind zwar alle, aber die geben viel EP. Und da kannst du immer wieder vorbeifahren. Das ist eine ganz nette Trainingsstrecke, aber du kommst halt nicht so richtig in die hohen Regionen. Ab 50 ist echt schwierig, weil die Liga ist nicht stark. Und auch so, die sind so sperrige Gegner, die sind defensiv einigermaßen in Ordnung, aber du kannst zum Beispiel die zweite Trainer finden in der Poké-Liga. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, das ist so eine komische Hawaii-Tante. Die ist furchtbar. Die ist absolut furchtbar. Weil die hatten, 2 hat sie davon. Zwirklopp heißen die Dinger. Und, Fähigkeit von denen ist, 2 AP. Ja. Also, 2 AP kostet eine Attacke sozusagen. Von mir oder was? Ja, genau. Ja. So, also zum Beispiel, legendäre Pokémon haben das auch. So wie Zapdos, Mewtwo, die haben alle dieses AP-Zwing. Zwinger nennt sich das, glaube ich. Aber es ist halt krass doof, wenn du. Wenn du da am Kämpfen bist. Ich habe gehört, dass es sich hier ein sehr starkes Kind rumtreibt. Bist du das? Ja, bist du gut. Genau, und das ist sehr ärgerlich, wenn du leveln willst, wenn du auf einmal keine AP mehr hast. Das ist scheiße. Die Pokémon kämpfen nicht, die stehen nur da und stehen im Weg. Das ist halt doof, ja. Es stellt auch keine Herausforderung. Das ist ein Normaltyp, der sich immer an den Typ verwandt. Oh, das war clever. Der hat starke Defensivverteidigung. Es könnte sein, dass es nicht reicht. Okay. Ja, ist egal. Verwandelt sich in den Typ, in den du angegriffen hast. Genau, da habe ich Spukball. Bam! Oder hätte es auch Hyperschall genommen. Hätte auch. Ja, ist egal. Also wäre zumindest nicht negativ gegen den Spukball, hätte natürlich noch Props gehabt, aber reicht. Weilaut, Wasser, weiß Bescheid. Ne? Kannst auch mal mit deinem Wundersaat-Pokémon kämpfen. Das sitzt so auf der Ersatzbank. Hat auf jeden Fall einen sehr langen Ruf. Ich dachte, jetzt kommt es hat einen sehr langen Hals oder so. Oder sehr lange Früchte am Hals oder so.
Sollen es wirklich Bananen sein eigentlich? Ja, es sollen wirklich Bananen sein. Da kannst du auch richtig dran kraulen und die werden dann dicker. Oh, komm schon. Danke. Weilort ist auch so, ist das Wasserrelaxo praktisch, ne? Ja, super. Ich finde, meine Aussage hat das gut getroffen, oder? Ja, genau. Und nein. Gab's nicht eine Beere gegen Verwirrung? Ja. Lohnt sich, die noch einzusetzen? Nee, die Bären sind eigentlich so unfassbar wertvoll für solche Kämpfe. Die sind mir so wertvoll, dass ich Bären gar nicht mehr einsetze. Nee, aber Bären bringen vor allem nur dann was, wenn du dich von selber was selber nimmst. Weil Bären pflegen und so ein Mist ist halt auch unfassbar aufwendig. Und die, also sie zu vermehren, das ist... Der Kampf macht richtig Spaß, oder? Nein! Jetzt komm schon! Boah, danke! Ja, yeah, das war doch ein toller Kampf. Ja, sowas stört zum Beispiel sehr. Ja, machst du mit Gerok mal. Kannst du ja weitermachen, ne? Was? Ja, Leute. Mit Tropius? Ja. Ja, wenn du es sagst. Ja. Ja, kannst auch B drücken, wenn dieses komische Ja-Nein-Kästchen kommt. Muss nicht immer nein. Könnte ich. Ja. Ja, das ist, One-Hit ernsthaft? Ja, natürlich. Das ist... Was heißt hier natürlich? Das ist 220, die getroffen werden auf eine schwache Spezialverteidigung. Also, ne, mal 4. Bodengestein, Pflanze, zack. Die kleine Kröte ist stark. Rums die Wurms. Ja, wo wollt's lang gehen? Wollte ich gar keinen Glibunkel ab, ne? Weißt du? Paradox. Ich gehe einfach irgendwo lang. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang gehe. Erst einen oder direkt beide? Ja, direkt beide ist auch geil. Stimmt, Doppelkämpfe gibt's ja auch. Das ist relativ sexy. Machen wir's gleich richtig dann. Aber erstmal lesen, ne? Ja. Lesen darf ich noch alleine. Ja, lesen darfst du, aber wenn du was schreibst, ne? Oder wenn es länger als 3 Sekunden dauert. 1 2 Jack. Yeah. Ausrufezeichen. Betrifft dich das eigentlich auch? Was? Nee, keine Ahnung. Habe ich genug ausgewertet für heute? Ja, genau. Du hast heute sehr viel gearbeitet auch. Und bist jetzt natürlich auch gerade voll dabei am Arbeiten auch. Wäre schön, wenn du mal richtig arbeitest und den Text vorlesen würdest. Das fände ich gut, persönlich. In die... Was ist denn mit Ihnen? Das Interessante ist, ich dachte immer, ich lese Scheiße vorher. Ja. Die Elite der Elite versammelt sich in dieser Höhle. Wie findest du das? Ich bin weit gekommen, aber die Anspannung verursacht mir Magenschmerzen. Ja, ne? Warum reden Mädchen und Jungs eigentlich gleich bei dir? Alka-Seltzer, kennst du? Ja, ist gut gegen Bauchweh. Irgendwer an Felix. Das wird spaßig. Ist Lepomentas Psycho? Oder Psycho, Unlicht? Boden mit Flugfähigkeit. 3? Nee. Psycho, Boden, Flug? Nein. Was? Fähigkeit, ach so, also, okay. Ne? Ja. Ja, weiß Bescheid. Also, Spukball, ja, und das... Meditale ist ganz interessant, weil es ist ja Kampf-Psycho. Ja? Und eine sehr interessante Kombo. Ja, machst wie du Bock hast. Defensiv gar nicht schwach. Ja, Surfer ist sehr, sehr richtig, weil Lepomentas ja auch Boden, ne? Habe ich natürlich dran gedacht, ja. Ich hab's nicht einfach so eingesetzt, ne? Oh, das kannst du vorlesen. Ja. Frederik macht das schon. Schreib zurück, der heißt T.Loni und ist ein heftiger Ficker, ja? So. Ja, haben wir das einmal geklärt? Ach, das Emoticon wird nicht erwähnt, oder? Doppelpunkt D. Ja, okay. Fand ich gar nicht so witzig, die Aussage eigentlich, ne? Ja, machst du nicht, oder? Nee. Okay, weiter geht's.
Das Schöne ist, wahrscheinlich hat du hast wahrscheinlich gerade überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. Was medital ist? Nein, der Zuschauer. Der Zuschauer? Ja. Du! Ja, ich spreche meinen Zuschauer immer direkt an. Ja. Wir sollten das vielleicht auch mal uns selber dabei aufnehmen, ja? Sehr toll. Das nächste Mal gibt's eine Kamera dazu. Ja. So, ach, die haben zwei alle. Das ist ja Spaß schon wieder. Wasser, Elektro. Oh, ja, Mann. Aus, weg. Ja, Metall, das war dumm. Weil Spezialangriff hat Metall überhaupt nicht. Totaler Käse. Ja. Willst du jetzt hier irgendeinen Ass-Trainer beleidigen, oder was? Was? Willst du irgendeinen Ass-Trainer hier beleidigen? Ja, wenn du ein Ass-Trainer bist, bin ich aber ein Ass-Ass-Trainer, ja? Oder ein Ass-Ass-Ass-Trainer, ja? Ist mir scheißegal, ich bin auch lieber besser. Ja? Die habe ich alle schon mal fertig gemacht, ja? Ich spiele überhaupt keine Rolle, wer die sind. Ja, die hau ich einfach weg, ja? Hast du mal gesehen, wie gut ich bin? Hast du mal die Größe meiner Pokémon gesehen? Gar kein Thema, ja? Ja, okay. Ja, Spuk bei Psychokinese, ja, was nehme ich? Psychokinese würde ich jetzt auf. Gegen wen? Mingitalis. Weil ich dachte gerade, er ist Spuk, aber dann habe ich ja gedacht, wir haben ja, ist ja auch, ne, Kampf und ja, so. Ja, Erdbeben muss aufpassen, Simsala wird auch getroffen, ne? Ja, weiß ich. Gut. Wusste ich natürlich auch. Generell die Frage, das habe ich schon mal gefragt, warum kann man seine eigenen Pokémon sogar gezielt angreifen? Hat das irgendeinen Sinn? Nicht ganz, aber es gibt der Coop-Modus wird auch später, also das ist ja der erste Modus ist noch relativ unausgereift, aber der wird sehr, sehr viel stärker oder sehr viel effektiver bei späteren Generationen. Und da gibt es ja auch Dreierkämpfe und sowas, aber da kannst du dein Pokémon sozusagen, du kannst das zum Beispiel auch stärken. Ein Taktik wäre es zum Beispiel. Pokémon 1 hat eine Anti-Verwirrungssperre. Pokémon 2 macht Angeberei gegen dein eigenes Pokémon. Steigt Angriff um 2. Verwirrungssperre nimmt diese Verwirrung weg und du kannst softig angreifen. Das wäre zum Beispiel eine Taktik. Ja, okay. Ne? Und solche Sachen gibt es dann halt auch. Oder es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, H2O Absorber, das Wasserattacken heilen, wäre auch eine Möglichkeit, deinem vielleicht verletztes Pokémon wieder auf die Beine zu helfen. Das ist alles nur, ist nicht rein auf diesen Koop-Kampfmodus zugeschnitten, aber bildet da neue Ideen und deswegen kannst du vielleicht auch dein eigenes Pokémon speziell angreifen, genau. Und es gibt halt verschiedene Attacken, die entweder alles angreifen, nur die Gegner oder nur einen Gegner. Ja, und Erdbeben halt Rundumschlag macht. Ich habe das irgendwann nämlich mal aus Versehen gemacht. Eins zu weit mit dem Knüppeln mein eigenes Pokémon angegriffen und mich gewundert, dass es funktioniert. Ja. Aber wenn man es so sieht, ja, man kann theoretisch taktisch rangehen. Ja, und im Normalfall willst du ja auch vermeiden, dich selber auszunocken. Ab und zu kämpft man ja, um zu gewinnen. Habe ich gehört. Das Problem ist, Zumpex ist verdammt nochmal heftig, ja? Doof, Alter. Ist, Lippomentas interessiert das ja gar nicht. Ja, ich wusste ja nicht, was als nächstes kommt. Ja, genau, wusste ich, war ja zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ja. Ey, hätte, wenn Simsala zum Beispiel Reflektor könnte, das hätte geholfen, aber nun ist es spät. Tropius vielleicht, aber ist ja egal. Das Ding ist ja eh durch. Zumpex macht einmal Wasser und fertig. Wie nötig das ist, das nehmen wir jetzt. Oh ja, das ist gut. Ich bin enttäuscht von dem Moment. Der Moment ist defensiv gar nicht so stark, aber hat viel KP. Und Schwalbus, ja gut. Hyperstrahl ist halt extrem heftig, ne? Aber es macht dich hinterher unflexibel. Deswegen ist es bei mir gar nicht so beliebt, Hyperstrahl. Weil zum Leveln ist es halt doof, ne? Ja, aber das konnte man kaufen im Supermarkt. Ja, das macht es heftig. Sah cool aus, habe ich genommen. Und es bringt auf jeden Fall auch was. Für die Liga teilweise nicht zu empfehlen, vor allem also für schwäche Pokémon, nur um mal final zuzuschlagen, weil wenn die dann auf die Idee kommen, Top-Genesung zu machen und du dann noch warten musst und sowas, ist alles irgendwie doof. Was? Ich geh ins Pokémon Center. Weil? Ich will Kadabra haben. Ja, mach mal. Simsala, geh mal zurück. Simsala. Hast du denn, hast du keinen Beleber, ne? Doch, nimm mal einen Beleber. 80 Stück. Das stimmt. Dafür sind die Dinger gemacht. Ja. Ist ja gut. Vielleicht habe ich noch einen Supertrank, den ich jetzt verschwenden kann. Ah, schön. 4 Stück noch. Darf ich wieder vorlesen?
Nee. Gleich ist. Ja, das ist die Frage, geht ja auch im Prinzip an dich hier bei meinem Telefon. Übrigens, Smartphone-Alarm, ich bin's wieder. Ja. Ja? Nee, mach weiter, bitte. Also, du willst die Frage nicht beantworten. Das war eine Frage? Ja. Geht ja auch an dich, ne? Das hatten wir doch vorhin schon. Ja. Aber du hast nichts dazu gesagt. Das war ja auch keine, da ist kein Fragezeichen hinter, das beantworte ich nicht. Achso, genug ausgewertet. Das ist eine Aussage. Fragezeichen. Nein. Nein. Nein? Okay. Du musst doch langsam mal müde werden. Oh. Ja, warum sagst denn du eigentlich nie was? Du hast nie Text, ne? Das ist eine Frechheit. Oh, Stahlflug. Nix für Simsala normal. Aber du kannst, wie viel Psychokinese? Na, das würde ich nicht machen. Lohnt sich nicht. 6 ist nicht mehr so viel. Spukball hilft gar nicht. Und Hyperstrahl ist auch Käse. Ja, Wechsel kann ich vorschlagen. So ein bitterer Mist, ja? Ja, komm schon. Will sich einmal einen Spaß erlauben, ne? Spacken, sowas nicht, denn Stahl... Ja. Erdbeben ist nicht so geil. Ja, Flugbahn, ne? Sapper. Wasser. Also Feuer geht am besten natürlich, was du gerade im Team hast. Ja. Aber ist halt zu schwach. Ja, ist egal. Sumpex, Wasser ist gut gegen Panzerauron, weil es kein defensiv schwach ist. So. Stachler. Stachler, kennst du? Weißt du, wofür das gut ist? Ja. So ungefähr. Ich weiß es so ein bisschen. Ich kenn's aus dem Anime. Ja, beim Wechsel verletzt es dein Pokémon. Ah, das war nicht so gut. Weil der zweite Angriff... Ich wusste ja nicht, wie viel das macht. Ich dachte, das macht vielleicht so ein Fünftel. Das war eigentlich nur zum Spaß gedacht. Nee, das ist also... Kurtel ist ernst genommen mal Contender. Es ist wirklich... Aber es sind 22 Level. Ja, aber das ist Stahl und schwach in... Ja, und du siehst, wie heftig. Wenn es jetzt... Also wenn du gut bist, dann... Ja, ich würde es aufladen, ganz ehrlich. Ja. Kotl hat die Chance auf jeden Fall verdient. Sprudel. Wie viel macht der? Macht 60, wunderbar. Muss auch effektiv denken, ja. Muss nichts verschenken. Ich wusste nicht mehr, wie viel Sprudel macht. Achso, okay. Ich werfe mir nur die... Oh, meine Güte. Das wird ein behinderter Kampf, sage ich dir. Aber Finger weg von Hitzekoller. Ja, kann ich sonst noch irgendwas nehmen? Nee, Glut bringt nichts und Feuersturm muss hoffen, dass es trifft. Das ist vielleicht Volltrefferwahrscheinlichkeit? Naja, gut, das ist... Ja, weil Kotl ist... Ne? Kotl ist zwar lahm, aber Kotl hat richtig Bums. Ja, das ist jetzt ein bisschen bitter. Wäre schön, wenn es anfängt zu brennen, dieses Mistviech. Ja, Volltreffer vorbei. Das war schade, aber Kotl hat auf jeden Fall auch eine Hausnummer gefunden. Und man, ne? Kotl kannst du richtig pushen. Hat manchmal Probleme, wenn es gegen richtig Top-Gegner geht, wegen Geschwindigkeit. Und defensiv ist es zwar gut, aber... Manchmal kann es nicht richtig den Impuls setzen, aber es ist sehr, 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 sehr stark trotzdem. Zubiris war dieses komische mit den Edelsteinaugen, oder? Ja, das ist das einzige Pokémon, was keine Schwäche hat, aber es kann auch nichts. Aber ich beschwere mich bei ihm. Ja, ich denke, der Zusammenhang sollte klar sein, ja. Meine Damen und Herren, also... Können wir so im Raum stehen lassen. Genau dieses Ding. Das habe ich schon in der Anime-Folge, habe ich schon gedacht, das ist, kann nicht euer Ernst sein. Ja, klaut auf alles. Und schon ist weg. Hoppla. Er ist informiert. Zwinker-Smiley. Da bewegt sich auf dünnem Eis, ne? Möchte ich nur mal sagen. Solange du deine Füße Kommentar? Unter meinem Schreibtisch hast, ja? Also ich wollte mal sagen. Brauchst du keine Zwinker-Smileys benutzen. Ansonsten haben wir ja beide ein Problem, ja? Beide haben ein Problem. Ja. Oh, das tut mir. Das war du mit mir. So. Das war jetzt alle anderen mal weghören, bitte. Ja? So, wir haben das jetzt kurz geregelt draußen. Ich habe natürlich gut sichtbaren Schnitt gesetzt kurz. Caroline ist weg. Ja, und ich würde sagen, wir gehen weiter. Oh ja, das ist gar nicht mehr so weit, glaube ich. Über das Gewässer noch? Achso, ja, klar. Hättest du auch Kaskade machen können, ja. Nee, ich glaube, unten wartet ein Item auf dich.
Geht's da weiter? Nee. Und verarscht. Oh. Muss ich hier lang? Keine Ahnung. Ich habe vorher gelernt. Wie keine Ahnung? Ich würde mal sagen, da kannst du auch hin. Hä, war das der Typ, gegen den du gekämpft hast gerade eben? Weiß ich nicht. Schutz wirklich nicht mehr. Ja, ich habe ja geladen. Ja, gespeichert, ist ja egal. Ja, geh mal dann. Da ist ein Item. Okay, nee, wenn das Item ist, dann. War es nicht. Ich komme nicht durch. Mist. Ich habe mit meiner Familie trainiert. Mit jedem einzelnen Mitglied. Das ist der Typ. Kennst du den? Ich verliere gegen niemanden. Vorm Trainerturm aus Malvenfroh City kannst du nach Norden gehen. Dann kannst du gegen die Familie kämpfen. Ich weiß nicht, gegen die, ob du gegen. Gegen die, ja, die. Ja, ja, ich weiß die schon. Die Sieger ist. Die alle nacheinander rauskommen. Ja, ja, genau. Das ist Paul. Der da auch mitmacht. Mit seinem heftigen Flug-Pokémon. Ja. Ist Dodi ein Flugtyp wirklich? Ja, ja, ist flugnormal. Typ war es, okay, genau. Ja, und ist ja klar, hat er auch Flügel, wie man sehen kann. Also ich meine. Ja, ja. 6 auf dem Kopf und 3 am Schwanz. Ja, super. Überheftig. Moment, Flug ist ja, ist eigentlich egal. Ja, ist egal, komm. Weißt du nicht, ob ich zwischen Generationen 3 und 4 tauschen kann? Das ist jetzt 3, ne? Ja. Ich weiß, dass 3 und drunter nicht geht, aber 3 und drüber ist die Frage. 3 und drunter geht? Ne, 3 und drunter geht nicht. Ah, warte mal, aber... 3 und 1 und 3 und 2 kann ich nicht machen. Feuerrot und Blattgrün, was ist das für dich? Das ist 3. Okay, ja gut. Da kann ich ja auch ab einem bestimmten Punkt im Spiel kann ich auch tauschen. Ja, ja, genau. Aber ich meinte wirklich, wirklich echt drunter. Ja, nee, also echt drunter geht nicht, genau, das ist richtig. Aber die Frage ist drüber. Rauf geht. Also kann ich mein Überteam hier hochtauschen? Nee, ich glaube, nee, ich überleg gerade mal, nee, das kann gar nicht sein. Der Dex hört auch bei 385 und da kommen ja nochmal neue. Und das ist der da. Also zwischen 1 und 2 konnte ich ja auch tauschen. Ja, aber das war ja ganz. Das war eine riesen Aktion, die sie da gemacht haben. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Nee. Das schauen wir jetzt nach. So. Was gehen wir da am besten ein? Pokémon Generation 3, 4 Wechsel oder so? Achso, genau. Tausch. Ja, oder guck bei Tausch. Bei PokéWiki, ich glaube, das ist das Beste. Ja. Weil da sind immer diese Frage-Tings, da muss die passende Frage passen, aber das ist, Wie kann ich? Schau am besten mal hier. Solche Antworten, ne? Das kann doch keiner lesen. Weiß ich nicht. Okay, Tausch, warte mal. Ja, da ist ja klar, wo hingetauscht wird. Da, guck mal, ich guck dir das an. S-Generation. Das ist ja Tauschen innerhalb der Serie. Das wollen wir nicht. Kommt er weiter unten noch? Was? Nee, da muss da irgendwo was dazu stehen, oder nicht? Was war denn das alles? Das sind die Dinger, die du tauschen kannst im Spiel? Warte mal. So. Innerhalb der Spiele. Die ich durchtausche? Nee, steht hier nicht. Liste von Tauscher. So, geh nochmal runter. So. NPC, bla, blub. Getauscht Pokémon blau. Ach so, nee, das stimmt, das sind die Tausch-Pokémon. Ja, okay. So, jetzt schauen wir nochmal. Wie kann ich ein Pokémon aus der dritten zur vierten Generation tauschen? Ein Nickel und ein GS Game Boy Advance SP und nicht. Ja, die Antworten sagen mir nicht. Ich glaube, das schaue ich nach, wenn es dann soweit ist. Endlich. Ja. Brauchen wir jetzt nicht.